Vielen herzlichen Dank, Herr Pollack. Ich denke, uns ist während Ihrer Schilderungen, die, glaube ich, alle hier im Saal bewegt haben, klar geworden, das Imperativ des Erinnerns braucht nicht nur Anstöße, sondern auch persönlichen Mut. Und gerade vor dem Hintergrund, dass viele, also unzählige Geschichten, die ganz ähnlich erzählt werden könnten, eigentlich heute kaum mehr erzählt werden können, weil wir einer Zeit entgegengehen, wo Augenzeugen sagen, alles an Überlieferung eigentlich abgebrochen ist. Deswegen nochmal herzlichen Dank. Ich denke, um auch beide Vorträge zusammenzubinden, wir werden sicher uns in der Diskussion jetzt auch über die Kategorien austauschen können, die im Spiel sind, die ja auch sowohl die Tagung als auch dieses Panel wesentlich leiten, die Kategorien, die sicher aus jeder Perspektive auch anders konturiert werden. Ich zitiere vielleicht nochmal die in der Literatur letztens aufgekommene Kategorie der schuldigen Opfer, also quasi eine Kategorienvermischung. Und die Frage, die mir gerade im Anschluss an Ihr Referat natürlich auf der Zunge liegt, ist, was sind hier die richtigen Fragen, um uns in der nötigen Spannbreite auch hier Kategorienangebote zu machen und um den Bogen noch zu schlagen zu der ersten Präsentation. Was geschieht, wenn wir die Narrative, die hier entstehen, nicht in Deckung zu bringen sind, entweder zwischen Generationen, das haben Sie uns ganz klar vorgeführt, zwischen Staaten oder zwischen einzelnen Gruppen, in welchen Punkten sind wir überhaupt darauf angewiesen, Gemeinsamkeiten oder Übereinstimmungen herzustellen, können wir uns damit begnügen, einfach Schnittpunkte festzulegen. Das ist sicher eine ganze Reihe von Fragen. Ich würde Folgendes vorschlagen, dass wir erstmal Ihnen Gelegenheit geben, an die beiden Präsentationen anschließend Fragen zu entwickeln und dann schauen, dass auch wir hier auf dem Podium miteinander ins Gespräch kommen. Entsprechend würde ich Sie ermuntern wollen, fragen wollen, haben Sie Fragen oder Bemerkungen zu den beiden Referaten? Ich darf die Diskussion damit eröffnen und bitte um erste Wortmeldungen. Haben wir ein Saalmikrofon im Übrigen für die Übersetzung? Ja, Saalmikrofon steht zur Verfügung. Saalmikrofon? Ja, bitteschön. Wir haben eine erste Wortmeldung. Ja, bitteschön. Aline Zerb, Maastricht University. I'm not quite sure which language to speak, Mr. You can Pollack. Pick whatever language. Whichever one, sure. Okay. Yeah. No problem. Thank you very much for your presentation. There's a lot of new research on the second generation trauma that you just addressed. There's also research on the third generation, basically saying that second and third generation have the problems that they don't have the images to the stories. Right. I was wondering what you think about this new trend that has materialized lately in trauma research particularly. I'm afraid that I'm not really right into these researches. You know, I'm not a historian. I studied history, but that's 100 years ago. So I'm a writer, really, and a translator. So I'm not really as sure, you know, what's the new results of. But in my experience, you know, it is very, very important that we try to find out. You know, as myself, I was born in 44, so I'm, of course, you know, I'm the first generation. You know, I didn't really know my father, you know, because he was killed when I was 3 years old. But I think it is very important that we gather all these memories, you know, and little bits and pieces to try to form a picture, you know. And this is why I'm so grateful, you know, when I meet this old man in Poland, I say, he's an old man, you know, he's apparently much older than me, you know. And for me, this was very touching, you know, it was very touching when he said that 70 years after these events, for the first time, you know, he found the strength to talk about this. You know, this was quite fantastic for me, you know. So I think it's most important, you know, that we try to gather all this. I'm afraid this is not really the answer to your question.
But actually, that links to one major point I saw in the presentation of Martin Pollack. There are a lot of, let's say, dark family histories that should be dealt with, and so it fits very well with what you're pointing at. Any further questions? Weitere Fragen an die beiden Referenten? Oder wollen Sie auch mal, oder? Ah, Entschuldigung, bitte. Philipp Lesiak von Ludwig-Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung. Es wäre eine Frage als auch eine Erweiterung. Sie, Herr Pollack, sprachen eben, wie Sie gerade gesagt haben, eher als Schriftsteller über Ihre eigene Familienerfahrung. Aber ich glaube, für uns als Historiker ist das auch ein neuer Schritt, die sogenannte Täterforschung. Jetzt nicht nur im Sinne einer Oral History, sondern auch mit neuen Fragestellungen an bekannte Quellen. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben von Rosowitzki, das radikal Böse, das im Grunde genau das macht. Die Täter einen Blick nimmt und jetzt nicht als, in diesem Fall waren es auch, ging es um die Einsatzgruppen, jetzt nicht eben diese Täter als Monster zu sehen, von denen man sich fast faktisch abgrenzen kann. Das ist, die sind böse oder furchtbar, man will das gar nicht verstehen können, sondern vielmehr auch Täter als Menschen, als Väter, als Onkel, als Brüder zu verstehen, die eben ganz andere Seiten haben und die, wo man sieht, wie das Rosowitzki in seinem Film zeigt, dass dieses radikal Böse eben deshalb so gefährlich ist, weil es eben nicht so abartig ist, sondern in jedem im Grunde in gewisser Art und Weise schlummert. Das ist eigentlich etwas, was ich immer wieder betone, auch aus meiner eigenen Familienerfahrung heraus, eben genau das, dass nach meiner Erfahrung sehr viele Täter eben keine Psychopathen waren, eben nicht Monster waren. Nicht? Und das ist natürlich viel, für uns viel schwieriger dann zu verstehen, dass das die Väter waren, dass das die Onkel waren, die Brüder waren und so weiter. Und dass das ganz normale Menschen waren. Wir tendieren naturgemäß dazu, nicht? Und das ist auch die Literatur. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir kennen dieses Phänomen der Reibpartien in Wien. Nicht? Dieses unangenehme, peinliche Ereignis, dass man Juden 1938, kurz nach dem sogenannten Anschluss, gezwungen hat, die Straßen zu säubern mit Reibbürsten. Ja? Im Anzug knien die auf der Straße. Da gibt es, glaube ich, bei Zuckmeier, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ein Zitat, da tut sich der Schlund der Hölle auf und da kommen Lemuren und Monster hervor. Ich habe vor ein paar Jahren Fotos gefunden, bekommen von solchen Reibpartien. Die habe ich dann publiziert im Standard, habe sie der Nationalbibliothek geschickt. Auf diesen Fotos sehen Sie unglaublich gut, ja? Also da sehen Sie kein einziges Monster. Ja? Das sind keine Monster, das sind ganz normale Menschen, das sind die Nachbarn dieser Juden, die da auf der Straße knien. Da stehen Frauen, Hausfrauen mit kleinen Kindern, die fröhlich lachen, boshaft lachen, okay. Aber Monster sind sie nicht. Und dasselbe ist natürlich für die meisten, also für viele Täter. Ich meine, natürlich gab es Psychopathen, gab es genügend. Aber viele Täter, und das nehme ich für meinen Vater in Anspruch, der war garantiert kein Psychopath, der war ein völlig normaler, guter Sportler. Gut, ich meine, das heißt nicht, dass ein Psychopath nicht ein guter Sportler ist, aber ja. Aber ich glaube, behaupten zu können, dass er ein völlig normaler, liebenswerter Mensch war. Ja? Und ich glaube, sagen zu können, dass die Mehrheit der Täter ja, in diese Kategorie gehört. Nicht? Und das macht es für uns, vor allem wenn sie selbst aus dieser Familie kommen, das ist genau das, was Sie gesagt haben, nicht? Es ist für uns leichter, uns abgrenzen zu können, indem wir sagen, okay, das sind Psychopathen, mit denen haben wir nichts zu tun, wir sind ja die Normalen. Nicht? Ja, schön wär's. Ja, schön wär's. Nicht? So ist es nicht. Die Banalität des Bösen ist natürlich auch ein Diktum, das uns schon seit Jahrzehnten begleitet. Wir haben weitere Wortmeldungen. Hier, bitteschön. Danke. Jacqueline Beusen ist mein Name. Ich bin Journalistin und Historikerin, habe viel übrig für Zeitzeugen und unangenehme Fragen, die man auch an Zeitzeugen bisweilen richten sollte oder muss. Und ich bin Enkelin eines Uniformträgers. Keine Sorge, ich erzähle jetzt keine schlimme Geschichte, nur so viel. Mein Großvater taucht, nein, ein Mensch des Namens, der den Nachnamen meines Großvaters trug, tauchte in der Wehrmachtsausstellung
von Hannes Heer auf und wir waren einigermaßen alarmiert. Es stellte sich dann heraus, dass wir relativ lückenlos klären konnten, nicht nur über die Erzählungen meines Großvaters, sondern auch historisch belegt, was geschehen ist, und er war entlastet. Und ich erzähle das deswegen, weil ich den Eindruck hatte in diesem Moment, diese hohe Emotionalität, die einen dann erfasst, also die Erleichterung, dass er mit dieser Person nicht identisch war, wie auch die Furcht, es könnte sein, wie auch natürlich die Selbstanklage, warum haben wir nicht vorher gefragt, wir haben immer nur gespottet über die sogenannten schwarzen Löcher in seinen vielen Kriegserzählungen. Kurz und gut, all dieses scheint mir in einem ganz großen Widerspruch zum historischen Arbeiten zu stehen. Und ich habe viel Literatur gelesen von denjenigen, die vor ein paar Jahren, fing es ja vielleicht mit Frau Bruns an, die diese Großvatergeschichten nacherzählt haben. Und bei Wiebke Bruns sieht man es sehr genau, wie sehr sie sich quält. Und ich glaube ihr nicht bei dem, was sie dann da so an Einschüben zur Entschuldigung des Großvaters und sowas, oder des Vaters war es ja bei ihr, einbaut. Daran merke ich, das ist nicht historisches Vorgehen notwendigerweise. Und insofern würde ich das trennen, die historische Aufarbeitung von Täter- oder Opfergeschichten oder eben auch den, worauf Sie, Herr Hastinger, hinwiesen, diesen gemischten schuldigen Opfern oder umgekehrt unschuldigen Tätern, zu trennen von Familiengeschichte und eben dem innerfamiliären Erzählen, was zweifellos aus anderen Gründen wichtig ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir nehmen aus der Frage auf jeden Fall mit, wie verhalten sich Überlieferungen, Erinnerungen zu dem, was über historische Konzepte, Verfahrensweisen, Methoden erarbeitbar ist. Wie korrespondiert das miteinander? Die Erinnerungen sind ja vielfach Quellen, haben Quellencharakter, aber nur additiv ist natürlich da kein historiografischer Narrativ herstellbar. Vielleicht, dass wir über die Frage vielleicht mal kurz ins Gespräch kommen. Who wants to start? Kind of the function of memory for historiography. Yeah. So I think there is no contradiction between presentation of human pure experience and narration, historiographer narration. All what happened with historiography in the end of 20th century during the postmodern revolution was openness to the acceptance that presentation of human experience is history and should be treated as history, as historical narration. Even we can say that there is no better way to present history than in such a way. Could we generalize? That's, I think, sometimes I'm not agreed with you. Could we generalize and to create the terms, general terms? How we could generalize, for example, bystander? By which terms we should go first to the pure experience? Let me say my familial history. My father-in-law was a young boy when the war took place in Zamość. Zamość, that was a terrible place where German massacred Jews, but they had a plan toward Poles, just trying to send them outside. And suddenly, he observed his colleague. He told me that his colleague, Jewish colleague from classroom, he came to him asking him a piece of bread and to give him a shelter. So he opened the grange and he gave him a little piece of bread. And he told it to his father. And father said, what are you doing? Do you want to send us all to the concentration camp? Was he bystander? Yes. What happened after? After he became a soldier of this Polish army that came from the west, he reached Berlin and he spent his life after the war in Szczecin, trying to perceive this territory as old Polish historical
veterans. And at the end of his life, he observed that there is no problem to call, for example, one of the street of the Hausmann Street, that there is a German culture that is rediscovered. So, you know, who is bystanders? The best way to describe this in the way that Mr. Pollack presented to us, a simple experience, pure experience. I'm afraid if we historians will be able to do generalization, yes, we can study memory, we can study social memory, but the question for me is, if studying the memory, we don't avoid the problem of the whole image of the past. I was ruined hearing that this 11th person from 41 young Poles in Warsaw were able to say that this is SS symbol. So that's, I think that Mr. Pollack presented something that the best in such situation, the pure experience. Thank you. Mm-hmm. Vielen Dank. Nächster ist Markus Meckel und dann haben wir hinten die nächste Wortmeldung. Jacqueline Beusen sprach ja von der Notwendigkeit, die persönliche Erfahrung zu differenzieren von der historischen Forschung. Ich möchte eine dritte Dimension einführen, ist die öffentliche Erinnerung, weil das noch einmal eine andere Ebene ist, die wir natürlich gerade in diesen Tagen ständig erlebt haben. In Polen, in Deutschland, in Russland, in der Ukraine und anderswo. Und da ist dann die Frage, was wird wodurch geprägt? Wenn ich mich erinnere, dass 1985 in der DDR lebend, habe ich ein Tagebuch von einer Frau, die in Berlin lebte, das hatte ich gelesen und hörte es im Deutschlandfunk in der regelmäßigen Lesung. Und am 8. Mai war in der DDR-Ausgabe dieses Buch zu Ende. Oder am 3. Mai, ich weiß nicht genau, aber so ungefähr. Plötzlich im Deutschlandfunk ging das weiter. Und diese Frau berichtete von den vielfachen Vergewaltigungen in Berlin. Sie war vorher im Widerstand gewesen und dann wurde von den Vergewaltigungen berichtet. Ich habe erst jetzt gelesen und gelernt, dass eben nicht nur die Rotarmisten in Massen vergewaltigt haben, sondern auch die westlichen Alliierten. Und jetzt frage ich, wie gehört diese Erfahrung mit in die öffentliche Erinnerung? Ist das legitim, das mit auszusprechen? Ich erinnere mich an die Diskussion, die wir vor gut 10 Jahren hatten, als die Fragen der Vertreibungen Thema wurden und wie hysterisch an manchen Stellen dann durchaus in Polen darüber reagiert wurde, dass man dies tat. Ich bin nun, wie man manche wissen, nicht unbedingt ein Freund von Frau Steinbach. Aber in der Sache möchte ich dann doch fragen, wie kriegt man diese verschiedenen Dimensionen unmittelbare Erfahrung in eine Sprache öffentlichen Erinnerns. Das würde ich gerne mal hören. Ich weiß nicht, ob Sie eine Idee haben oder jemand anders, aber ich finde das jedenfalls wichtig. Ja. Yes, may I ask, that's a very important question, especially when I am looking, as you know, I'm very familiarized with Szczecin because of the fact that my wife is coming from the city. And in my opinion, the only way to
To find understanding between us and Germans is to hear the proper, pure experience. There is no other way. When we started to be able to open the eyes to hear, we started to change our mind. As you know, perhaps, there is no border between Poland and Germany now. Something that was completely unimaginable for my father-in-law. There was no border. I'm taking kayak, I'm doing kayak together with German colleagues, they're coming back. You can take bicycle, you can go from Stettin to Berlin without any problem. Many Germans are living in Stettin, many Poles are living from other side. We have many and many of social problems. The only possible way is a direct contact, direct experience. From Polish way, the most important thing in this problem with Steinbeck was the problem that there was a kind of fear, a kind of worry that Germans don't think about the fact that you have millions and millions of migrated people, and they suffered the same. So, but I think that that's an enormous role of politicians, of politics. During last Congress of historical Congress in Poland, there was a presentation made by someone who is coming from German city, from the border, and he presented an idea that there is no border, that there is the problem of direction was completely changed. West is on the east is on the west. In this situation, it was a true story. For the young Poles, while helping to maintain, for example, the school in this old part of Germany, having a baby there, that's something unimaginable. My goodness. Poles are waiting just now and are asking German to be better armored. That's the conclusion of this discussion. Mm-hmm. Welche Sprache, Herr Poller? Ich möchte zwei Anmerkungen machen. Das eine zu den Vertreibungen, da muss ich ganz selbstkritisch sagen, dass ja die Vertreibungen auch bei uns lange tabuisiert waren. Ja? Lange tabuisiert waren. Ich erinnere mich, ich hoffe, ich kränke niemand der Anwesenden hier, ich war 1986, wurde ich eingeladen, für die Wiener Festwochen ein Symposium zu kuratieren. Ja? Es ging um das Thema Mitteleuropa, Heimat Mitteleuropa. Das war damals so ein Thema. Da habe ich auch das Thema Vertreibung aufgegriffen und ich fand auch einen tschechischen Autor, Otto Philipp, den ich gut kannte, der gerne bereit gewesen wäre, über die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei zu reden. Das habe ich auf die Tage, also habe ich sozusagen Thema gesetzt, dann habe ich es den Leuten vorgelegt, die dafür zuständig waren, Kulturstadträtin, ja, die haben sich das angeschaut und haben gesagt, na, Vertreibung, das geht nicht. Also darüber können wir nicht reden. Nicht in Wien, nicht im roten Wien. Sorry, nein. Ich muss eines gestehen, ich war damals dumm genug, dass ich das geschluckt habe, habe gesagt, okay, Entschuldigung. Ich dachte nur, ja, der Otto Philipp war etwas erstaunt, er hat gesagt, das sozusagen in seinem Land hätte er das eher erwartet, aber nicht in einem freien Land wie Österreich. Ja. Aber es war natürlich so. Nicht? Ich war damals bei den Linken, in der Linken war das schwerst tabuisiert, Vertreibung hat es nicht gegeben, darüber haben wir nicht geredet, ja, ganz klar. Das Zweite, was Herr Samorski gesagt, das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, wir können nur zu einer Verständigung kommen und da spreche ich auch das an, vielleicht was Sie zuerst gemeint haben, das ist dann auch die Rolle der Literatur. Ja, wenn wir einander alle Geschichten erzählen, alle Tragödien erzählen, wenn wir alles erzählen, ohne etwas wegzulassen, ohne etwas zu verdecken, und da sehe ich keinen Widerspruch. Also ich nehme ja für mich nicht in Anspruch, dass ich hier als Historiker auftrete, ja, und dass meine Bücher historische Bücher sind. Sind sie nicht. Ja. Mein Verleger sagt, Gott sei Dank, verkaufen sich daher auch besser. Ja.
Aber ich glaube, das ist auch die Rolle der Literatur. Nicht? Also ich habe zum Beispiel viel Erfahrung mit Polen. Ich war vor kurzem in Polen, ja? Und das ist genau das, worum es uns geht, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir einander die Geschichten erzählen. Nicht? Und da muss ich eines sagen, zum Beispiel polnische Verlage leisten eine großartige Arbeit. Mein Verlag, Entschuldigung, das ist jetzt Werbung, ja, Czarne, nicht nur in dieser Verständigung Deutsch-Polen, aber zum Beispiel auch diese polnisch-ukrainische Frage, ja, die unglaublich schwierig ist, die unglaublich konfliktbeladen ist, unglaublich blutig ist. Aber das, seit Jahren sind dort die besten ukrainischen Autoren, werden verlegt und erzählen ihre Geschichten und umgekehrt. Ja? Ich nenne nur einen Namen, einen polnischen Namen, Paweł Smoleński, ein Freund von mir, der wunderbare Reportagen, und das ist auch wieder Literatur, das ist nicht Geschichte, das weiß ich. Ja? Aber ich glaube, es ist auch notwendig, dass auch die Literatur diese Themen aufgreift und dass die Literatur offen über diese Themen spricht. May I add one thing? As you remember Aristotle in Rhetorics, he said like that, if you want to have a very difficult thing to present, it's better to use poetry than history. Ja, obwohl natürlich die Bemerkung von Herrn Pollack, dass die Literatur es bezüglich der Verkaufszahlen leichter hat, etwas wehgetan hat, aber ich glaube, es sind Textsorten, die für sich stehen und wo, glaube ich, wir nicht auf einer Textsorte nur beruhen können. Wir brauchen sowohl die historiografische Aufarbeitung als auch das literarische persönliche Erzählen. Und beides, das hat ja gerade der Themenkomplex Vertreibung auch bezeugt, die Wechselwirkungen zwischen beiden Textsorten ist eigentlich das Spannende, weil vielfach kommen Anstöße aus der Literatur oder aus der Geschichtswissenschaft oder, und das bringe ich noch als dritte Kategorie ein, aus Rechtsverfahren, in denen natürlich die Kategorien eine ganz andere Wertigkeit, nämlich juridische Wertigkeit erhalten. Gut, wir haben jetzt noch 5 Wortmeldungen, das ist angesichts der Zeit, die uns zur Verfügung steht, glaube ich, ausreichend. Wir wollen ja auch noch den beiden Referenten noch eine Schlussbemerkung eröffnen und wir fahren fort. Bitte schön. Aneta Hoffmann, Fundacja Kresy Historii from Poland, Borderlands History Foundation. I would like to comment those 2 interesting lectures we had. First of all, I would like to thank you very much, Professor Zamorski, for the interesting balance. I think it's very important in this symposium to have a proper balance and always remember about the victims of Nazism and Stalinism, especially in Poland. We know it very well. I know that the victims of Holocaust are very important, but for us, massive deportation to the Soviet gulags were also very important. For those who don't know, more than 1 million Poles were deported. I'm sure that those from other Central European countries now have the same experience and would mostly also speak about it. So this is one. Second, I think it's also important in professor lecture is that we have to remember when we have the 70th anniversary of the finishing of the war, that not for all the European nations it was a victory. Yeah? So please have in mind that for Central and Eastern European countries it wasn't. So I think it's also important for us to have this perspective. Thank you, Mr. Pollack, for your interesting lecture, and I think it's very important for our work. I'm from NGO, but many historians are here also from other institutions, that we still, and it's also connected with the who we should remember, what victims, yes? I think I agree with you that we should speak about all the victims, even if it's very difficult. We have the Nazis victims, which are not well known still, because it's not only Auschwitz. You mentioned Radziejowice, but it's, for example, Chełmno,
Nobody knows about it. Less people knows about it. Nisko nad sanem. And not saying about the gulags, yes? Let people remember about Katyn concerning Poles. 22,000 Polish people were killed. Why? And why they shouldn't be forgotten. So this is important, and I think it's not rather politician. It's important to help us with public remembrance. But I think that what is from the fallen of the communists started, I think the meeting between people and young people especially, I hope can give us the positive perspective in the future without the conflicts and with understanding. And for our work, I think it's important, as you said, that the last survivors are dying. I think as we have a European symposium here, I think it's important to make oral history and not only record those survivors, but also to exchange those recordings between us, yes, that we can use this for educational programs within our countries and between our countries. Thank you very much. Thank you very much. I think we should, I would suppose that it's best to kind of start collecting contributions. Pavel Rogulski is next. Dankeschön. Ich habe mich zu Wort gemeldet auf die in der Reaktion auf die Worte von Markus Meckel. Eigentlich die Antwort lautet genau unsere Arbeit des europäischen Netzwerkes ist das, was wir brauchen, um diese unterschiedlichen Dimensionen miteinander zu mischen und um einen Kontext, den historischen Kontext zu bilden. Das ist das Wichtigste in dem, was ich sagen wollte, nämlich dieses Kontext zu haben und dass uns auf in Polen gerade diesen Kontext fehlte in den Vorstellungen und Bemerkungen von Frau Steinbach. Da haben darauf auch einige so reagiert, wie die reagiert haben. Dieses Kontext ist eigentlich das Wichtigste. Wenn wir offen miteinander über allen schmerzhaften und auch nicht unbedingt schmerzhaften Geschichten sprechen, dann lässt sich eigentlich vielleicht nicht alles klären, aber unsere gemeinsame Arbeit, unser gemeinsame Dasein hier wäre vielleicht besser. Ja, vielen Dank. Dann der nächste Beitrag. Thank you. My name is Ionia Nica. I'm a journalist from Romania. I have a question for Mr. Polak. It took years for you to ask questions about the memory of your family. And the question is the younger generation of your family interested in this memory? They are asking questions, and do you have answers if they are? Thank you very much. Well, I'm afraid no. Well, I have a son, he's 37, 36. My wife is sitting here. no, he's not, I mean, he's reading my books, yes, but he's not really very interested in. Which I think, you know, it might come later. It came very late with me. You know, I mean, I was not 37 when I wrote the book about my family, you know, so I'm not blaming him. You know, it's not for me to blame anybody, you know. So I say, you know, if they're not asking the questions today, they might ask them tomorrow or day after tomorrow. So you never know. Or he might never ask them. You know, that's also, it's his right, you know. That's up to him. So I'm just talking here about this single case. Of course, I do know many, many cases, you know, when young people do ask questions, so you cannot generalize, I'm afraid. Yeah, thank you very much. We now take the last two questions. The first question here. Yeah,
Ja, meine Frage schloss eigentlich auch an das an, was Herr Mecke gesagt hat. Der britische Historiker Keith Lowe hat ja in seinem Buch Savage Continent, was auch in Deutschland kritisch diskutiert wird, die These gewagt, dass sozusagen die Nazis vorgemacht hätten, dass die ethnische Säuberung in einem damals noch multiethnischen Mittel- und Osteuropa möglich war. Niemand ist so weit gegangen wie die Nazis, sozusagen Menschen systematisch, mechanisiert, maschinell zu vernichten. Aber das Ziel, einen homogenen Nationalstaat zu schaffen mit einer homogenen Bevölkerung, hat im Prinzip die NS-Zeit sozusagen überdauert. Und man ist dazu übergegangen, die Bevölkerung den Staatsgebieten anzupassen und nicht mehr die Staatsgebiete den Bevölkerungen, was nicht einer der Auslöser auch des Zweiten Weltkriegs war. Und diese These, also dass die ethnische Säuberung sozusagen hoffähig geworden ist und dazu geführt hat, dass ein multiethnisches Osteuropa ethnisch homogenisiert wurde, während Westeuropa dann infolge der Migrationsbewegung der Nachkriegszeit eigentlich heterogenisiert wurde. Das fand ich ein ganz interessantes Modell, um zu versuchen, diese Sachen miteinander zu verknüpfen. Das würde ich gerne diskutieren. Do you want to reflect on that? That's a very interesting question in the case of Poland, because we existed as a state for the largest part of our history, as a multinational state. What happened during the Second World War was incredible tragedy. We got this happiness. We were the only nation after the Second World War. Thank you. You know, that's the problem to rebuild, to open the order. We started to discuss this problem during solidarity opposition, even in democratic opposition. We discovered that we have Ukrainian among us, that we have Jews among us, they are our colleagues, that we have German among us. And we started to discuss this problem. And just now, the Jewish life started to renew, to be renewed. We have synagogue in Warsaw, we have synagogue in Krakow. You have this openness that we are multinational state and we had such a tradition, the right tradition. Personally, for me, it was a tragedy. The first Orthodox Jew that I saw in my life, I saw it in 1987. I was born in 1952 in New York City. And I've asked myself, you can compare, you can see what happened. So that's a very interesting question. But I think that following the development of the European Union, such a situation is resolved. We have just now hundreds of thousands of Ukrainians who came to us. We are trying to give them job. We are living together. So that's the moment when I think we... Personally, I think that, yes, that's this Poland that was crushed, that was demolished by this terrible war. Thank you. Ja, Herr Professor Karner und Markus Meckel hat noch gebeten, einen kleinen Kommentar hinten dran zu setzen und dann würden wir die Diskussion in Richtung eines einer Gesamtbilanz hier abschließen. Ja, bevor ich dann noch ein paar technische Bemerkungen zum Schluss mache für uns alle, aber ich möchte das an sich schon sehr breite Themenfeld, das wir hier aufgerollt haben, dank des anregenden Podiums und auch der interessanten Diskussion, noch um einen kleinen Punkt erweitern und beziehe mich auch auf Markus Meckel, der von den Vergewaltigungen kurz gesprochen hat. In diesem Zusammenhang glaube ich,
gehört noch ein anderes Tabuthema in unsere Diskussion, wenn wir an Erinnerung in diese Zeit denken. Das ist das Thema der Kinder, die in der Besatzung geboren worden sind, egal in welchen Ländern, egal von welchen Besatzern. Waren es denn, wie Sie am Anfang geheißen haben, auch in der historischen Forschung, waren es Kinder des Feindes, die ja da gezeugt wurden? Waren es Besatzungskinder oder waren es, wie man heute auch vielfach sagt, Befreiungskinder? Das heißt, das sind einmal drei Kategorien in diesem Zusammenhang. Und das Thema an sich, es geht um Zehntausende, Hunderttausende wahrscheinlich, wenn Sie an die Sowjetunion denken, wo die Wehrmachtssoldaten, auch als Besatzer natürlich waren, nicht nur als kämpfende Truppe, wenn Sie an Polen, wenn Sie an die anderen Länder denken, wenn Sie an Österreich, an Deutschland denken, dann kommen sehr, sehr viele allein zahlenmäßig hier zusammen. Und ich glaube, das wäre es wert, dieses Thema auch hier mit zu bedenken, wenn wir an die Erinnerungsarbeit nach dem und ihm und nach dem Zweiten Weltkrieg denken. Also Besatzungskinder, Kinder des Feindes, wie sie am Anfang wahrgenommen wurden, oder Befreiungskinder. Das will ich nur ergänzen zu dem, was Markus Meckel schon gesagt hat, und als Thema vielleicht hier, als kleines Thema, aber wichtiges Thema, hier mit einbringen. Hier gibt es ja gerade im skandinavischen und westeuropäischen Bereich eine ganze Reihe von ganz spannenden Diskussionen, die damit korrespondieren würden. Herr Meckel, noch ein letztes kurzes Input. Das ist eigentlich auch mehr technischer Art, aber für die Kommunikation wichtig. Ich habe jetzt festgestellt, dass in den Unterlagen wir zwar erfahren, wer die werten Panelisten sind, aber wir erfahren nicht, wer wir sind. Und ich finde wichtig, dass wir oft bei Konferenzen, dass wir Teilnehmerlisten. Deshalb, Raphael, ich finde es wichtig, dass wir morgen Teilnehmerlisten verteilen, denn ein wesentliches Ziel dieser Symposien ist, dass man untereinander Kontakt aufnimmt und dass man auf gezielt Leute zugeht, wo man sagt, aha, daher kommt jemand, den muss ich hier suchen. Insofern meine Bitte, das vorzubereiten und morgen noch zu verteilen. Es ist wichtig für unser Netzwerkarbeit und wir sind ein Netzwerk. Ja, die Anregung nehmen wir wahrscheinlich sehr gerne auf. Ich würde den beiden Referenten noch die Gelegenheit geben, auf das zu reflektieren. Vielleicht darf ich einen Punkt noch mal kurz besonders unterstreichen. Wir haben über die richtige Sprache des öffentlichen Erinnerns gesprochen. Ich würde das erweitern, nämlich die Form des öffentlichen Erinnerns. Wir haben ja, darauf ist mehrfach hingewiesen worden, befinden uns in einer Zeit, wo uns die Zeitzeugen zunehmend verloren gehen und es absehbar ist, dass sie uns nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Wir hatten den Bericht, dass vieles natürlich über Oral History Projekte abgefangen werden kann. Nur um mit Aleida Astman zu sprechen, wir sind in dem Moment, wo wir von der kommunikativen in die kulturelle Überlieferung übergehen müssen. Und die Frage an beide Referenten, gerade weil sie aus unterschiedlichen Perspektiven sich der Frage angenähert haben, können Geschichtswissenschaften und können auch NGO-Initiativen, Literaten, jene, die sich der Familiengeschichte widmen, wo wirken sie zusammen? Ist es ein arbeitsteiliges Verhältnis? Findet man in institutionellen Rahmen, wir haben einige Museumsprojekte zurzeit in Realisierung begriffen, wie würden Sie jetzt aufgrund der Diskussion die Möglichkeiten der Kooperation einschätzen, aber auch die eigene Rolle, die Geschichtswissenschaften zum einen und Literatur und persönliches Erinnern zum anderen hat? Wer möchte beginnen? Who wants to start? So, yes, I think that's a good idea. You have many or few very important centers, especially if concern oral history in Poland. You have Karta, you have JIH, so Jewish Historical Institute, with all of documentation, with a lot of documentation of life experiences, human life experiences. There is many projects. I think that's a good idea to
reach rather these projects that are not realized following these institutions. Of course, you can think about these institutions, but in many, many researchers, you have a lot of documentation. But the very important thing is to create the road to divide these life stories, to translate them, in the right and correct languages, accessible for every nation living in this part of Europe. That's a good idea, I think. Ja, Martin Pollack, Sie haben quasi das letzte Statement. Ja, also ich wollte nur ganz kurz das ergänzen, was Herr Professor Kahner dankenswerterweise gesagt hat mit den Besatzungskindern. Da gibt es natürlich noch eine Kategorie, die gerade in Österreich aus meiner Erfahrung eine große Rolle spielt, das sind die Zwangsarbeiterkinder. Nicht? Zwangsarbeiterkinder gibt es in Österreich meiner Erfahrung nach, und ich habe mich damit überhaupt nicht historisch beschäftigt, unglaublich viele. Viel mehr als wir ahnen. Ganz kurz vielleicht zu dieser Rolle noch einmal der Literatur und der Geschichte. Nicht? Also wir sind ja jetzt nicht in einem Konkurrenzverhältnis, um Gottes Willen. Nicht? Aber ich glaube schon eines sagen zu dürfen, dass hin und wieder heikle Themen von der Geschichtsschreibung schon aufgegriffen werden können, weil die ein bisschen sozusagen, ja, das sind die Spezialisten, die können sich ja damit beschäftigen. Wenn dann das in die Literatur kommt, dann wird es schon heikler, weil das sozusagen viel rascher, wage ich einmal zu behaupten, natürlich in die Öffentlichkeit gelangt. Nicht? Und da, das ist, glaube ich, aber auch unsere Aufgabe, dass wir uns dem stellen, dass wir sehr dankbar natürlich die Anregungen der Geschichte aufgreifen. Nicht? Also wenn ich meine Bücher schreibe, habe ich immer eine historische Bibliothek hinter mir. Gott sei Dank. Nicht? Gott sei Dank. Umgekehrt, und das nehme ich auch für mich in Anspruch, zum Beispiel, weil wir gesprochen haben über Täterforschung, wie ich für das Buch über meinen Vater recherchiert habe, habe ich sehr viel Material zusammengetragen, historisches Material. Mein Vater war immerhin Gestapo-Chef in Linz. Und ich war sehr erstaunt, ja, dass sich niemand auf der Historikerzunft für dieses Material interessiert hat. Ja, das hat mich dann schon etwas verblüfft. Genau. Das habe ich dann sehr oft verbalisiert in Lesungen. Ja, habe ich gesagt, das wundert mich schon, dass Oberösterreich, Linz, da gibt es ja immer ein Archive, dass die nicht daran interessiert sind. Ja? Nach einem Jahr ist dann das Oberösterreichische Landesarchiv auf mich zugekommen und haben gesagt, Herr Pollack, Sie haben doch da so viel Material über Ihren Vater, können wir das haben? Habe ich gesagt, bitte gern. Ja? Und hier noch eine letzte Point. Ja? Ich traf dann den Herrn, ich will den Namen nicht nennen, das Erste, was er aus der Tasche gezogen hat, war ein Vertrag, wie lang sollen wir es denn sperren lassen? Ja? 10 Jahre, 20 Jahre oder weiß ich nicht, was dort die Möglichkeiten waren. Habe ich gesagt, Entschuldigung, ich meine, ich habe ein Buch geschrieben, ja. Ich gebe Ihnen ja das Material nicht, damit Sie es wegsperren. Ja? Danke. Ja, vielen Dank.